Und damit begrüße ich euch zurück zum Radsportmanager YouTube Abonnententeam. Team Bianchi ist am Start und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals nochmal sagen werde. Aber ich habe jetzt einfach so viel Lust auf den Radsportmanager und habe überlegt, was für Projekte kann ich machen? Soll ich ein Team nehmen beim Radsportmanager 2018? Also wir sind wirklich jetzt 2018. Es ist der 15. August 2018. Ist jetzt nicht so, dass das eine alte Folge ist von früher oder sonst irgendwas, sondern wir spielen das jetzt tatsächlich mal weiter, weil ich, wie gesagt, ich habe überlegt, was könnte man denn jetzt spielen? Soll ich ein Team nehmen? Lotto NL Jumbo hat mir der Lukas viel Bock drauf gemacht, dass wir einfach mal eine Saison mit einem normalen Team durchspielen und so weiter. Dann habe ich aber gedacht, komm, mir ist nichts Besseres eingefallen. Dann habe ich versucht, diesen Spielstand in den 18er Radsportmanager reinzuladen, was natürlich funktioniert, ganz klar. Man kann sich diesen Bildschirm genauso wie er jetzt ist auch im 18er Modus anzeigen lassen, nur das Spiel läuft halt nicht weiter. Das ist halt das ganz große Problem. Es stürzt dann immer ab und wenn ich hier so reinschaue, wir haben so ein talentiertes Team, wir haben die anderen Teams eben auch noch mit am Start, wir können uns den Kader nochmal anschauen, dann würde ich das jetzt doch einfach mal noch ein bisschen weiterspielen. Ich kann nicht versprechen, dass wir es jetzt die komplette nächste Saison schaffen oder sonst irgendwas, aber ich kann versprechen, dass jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen ein paar Folgen kommen werden. Da sehen wir auch Jan Krawitz, der momentan 100% in Form ist und jetzt auch bei der nächsten Rundfahrt dabei sein wird. Max Power, ich habe schon mal den Kader gemacht. Habe auch versucht, ein paar Verträge zu verlängern, was allerdings nicht funktioniert hat. Wir müssen natürlich auch bei den anderen Teams dann schauen, dass wir dort diese Transfers quasi ausstellen, beziehungsweise eben die Fahrer auch wieder zurückholen. So, ich glaube, Roman Keune hat nicht verlängert, aber irgendein Fahrer hat noch verlängert. Oder war Roman Keune derjenige, der verlängern wollte? Mal schauen. Christian Reuter möchte nicht bleiben. Unser guter Zeitfahrer verzeiht mir, wenn ich die Daten nicht mehr alle kenne. Also falls da jemand aus Versehen zum Bergfahrer gemacht wird, ist jetzt natürlich schon fast ein Jährchen her. Hans Wassmer sitzt auf gepackten Koffern. Ach hier, Egan Bernal sitzt auf gepackten Koffern. Kennt man ja, hier fährt er noch nicht bei Sky. Arge Désert ist jetzt hier sein neuer, ja, Arbeitgeber, also nicht wundern. Wo ist es denn jetzt? Hans Wassmer haben wir da. Das ist mein Papa, der auf gepackten Koffern sitzt. Reuter, aber dann ist anscheinend das mit den Transfers wieder raus. Auf jeden Fall, einen Vertrag konnte ich verlängern. Und es wird jetzt einfach mal weitergehen. Ich weiß noch nicht genau, wie weit es gehen wird. Wir sind am 31. Juli. Ein paar Rennen sind noch für uns dabei. Wenn wir mal schauen. Die Vuelta a Burgos kommt zum Beispiel. Die Portugal-Rundfahrt kommt demnächst. Arctic Race of Norway, wo der Benny natürlich am Start sein muss. Es kommen schon noch einige Rennen. Tour of Alberta sind wir nicht dabei. Tour de Fjord. Da muss Benny Fjord auch am Start sein. Aber gut, der fährt ja gar nicht für unser Team. Ist mir doch egal, ob er da mitfährt oder nicht. Die Tour of Britain, ein paar Rennen sind dabei. Die Vuelta dürfen wir, glaube ich, nicht fahren. Nee, die ist gar nicht. Doch, Vuelta, aber sind wir nicht eingeladen. Leider abgelehnt worden. Absoluter Skandal. Jo. Gehen wir mal ins Rennen rein. Das sind die Jungs, die ich ausgewählt habe. Holger Erdgeist, Benjamin Fuchs, Heiko Gabel, Jonas Edward Gerke, dann Jan Krawitz, Daniel Munz, Max Power und Lars Ritter. Die sind alle gut in Form. Sind auch nicht besonders müde, auch wenn sie zum Teil ein bisschen genervt sind. Geringe bzw. keine Ermüdung. Dann haben wir noch das gute Team BASF dabei. Hab hier schon mal reingeschaut. Da sehen wir jetzt auch Gerke auf Platz 5 bei den Favoriten. Also Team EPM und Bolivia, die halt leider wieder mit diesen komischen Trikots rumfahren werden. Bei BASF sind Brandt, Azar und Leon Höhle dabei. Und das ist jetzt einfach mal so ein kleines Projekt. Ich probiere es einfach mal. Schau mal, ob die Aufnahme auch läuft. Das sieht gut aus. Ich probiere einfach mal jetzt ein bisschen Radsportmanager-Abonnententeam wieder aufzunehmen. Versuche dann eben auch die Datenbank so zu verändern, dass wir in der nächsten Saison dann alle vier Teams in der World Tour haben. Dass auch wirklich alle vier Teams immer starten mit Fahrern. Das war eigentlich schon immer so mein Traum, dass wir das mal hinkriegen. Und das möchte ich eigentlich. Mir würde, wie gesagt, beim 18er Radsportmanager nichts Besseres einfallen als jetzt das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und eine neue Datenbank erstellen und so weiter. Sich wieder 10 Stunden hinsetzen, das eingeben, mit der Datenbank kämpfen und dann stürzt die Datenbank ab, nachdem man 4 Stunden irgendwas eingegeben hatte. Dann das Problem mit den Profilen, mit der Quebec, was wir hier am Anfang hatten, was natürlich hier immer mal wieder vorkommen kann. Das ist dann auch ziemlich ärgerlich. War auch sehr ärgerlich, aber ich glaube, wir sind jetzt eigentlich hier auf so einem Level, wo man einfach nur die Datenbank fürs nächste Jahr wieder ändern muss. Ich hoffe, dass das funktioniert und vielleicht habt ihr auch einfach Spaß, wenn wir die Saison jetzt hier noch fertig spielen und wie gesagt auch das andere Team dabei haben. Die wurden ja auch immer stärker aufsteigen werden. Dann können natürlich nicht alle vier Teams in die World Tour. Das ist auch klar, aber wir werden es versuchen, mit der Datenbank zu ändern. So, jetzt wird hier die Vegetation noch geändert.
Inhaltlich hat sich ja eigentlich nicht viel geändert. Diese ganzen Management-Teile haben uns eh nie besonders interessiert, da wir ja keine verpflichten oder da jetzt ganz große Verhandlungen führen. Das haben wir ja alles mit dem Editor gemacht. Es geht ja rein um dieses Feeling im Team dabei zu sein und auch immer der schöne Diss gegen die anderen Teams. Gerade Team Skoda haben wir, glaube ich, gehasst. Von daher finde ich das immer unglaublich witzig. So, wir fahren die Larry H. Miller Tour of Utah. Sind nicht der absolute Top-Favorit, aber wir haben ein echt gutes Team dabei. Also wir haben schon gute Chancen. Jonas Edward Gerke ist auch von der Fitness her sehr gut. Die Tagesform ist hier bei einigen jetzt schon mal von vornherein minus 1 leider. Die Ladebildschirme sind sehr lange. Also das ist beim 18er dann doch etwas schneller geworden, aber da habe ich jetzt auch noch keine Karriere gespielt. Je länger die Karriere dauert, desto mehr muss natürlich auch geladen werden, die ganzen Veränderungen. Mal schauen wir, ob das alles noch richtig gut funktioniert. Wenn ich euch jetzt nicht gesagt hätte, dass der 7. der Radsportmanager ist, man hätte es ja gar nicht gemerkt. Muss man ja auch mal dazu sagen. Mal schauen, wen wir in die Ausreißergruppe schicken. Würde sich ja anbieten mit drei Bergen der dritten Kategorie und einem der ersten. Da sehen wir es auch schon. Judge Red ist hier natürlich bei der Gendarmerie wieder mit dabei, die es natürlich auch in Utah gibt. Die Mormonen sind da ganz heiß. Da sehen wir auch schon einen BASF-Mann, wo ich ja, glaube ich, auch mit im Team bin. Heiko Gabel, der australische Meister. Das war auch ein Scheißrennen. So, minus 3, minus 3, minus 3 ist schon mal nicht so geil. Aber Gerke hat die 0. Schicken wir mal alle nach vorne. So, Gerke ist der Kapitän. Wen können wir denn mal in die Ausreißergruppe schicken, der auch im Hügeligen ganz gut ist? Benjamin Fuchs, das bietet sich doch an. Dann darf er mal ausreißen. Schau mal, Heiko Gabel heute minus 3. Er ist eigentlich unser Kapitän für die Berge. Da haben wir natürlich auch noch Lars Ritter am Start, der auch die minus 3 hat. Max Power würde ich dann jetzt einfach mal für Gerke für den heutigen Tag geben. Jan Krawitz wird eh nicht über den Berg kommen. Holger Erdgeist auch nicht. Die Sprinter werden heute schon mal so Zeit verlieren, dass sie da eigentlich keine Chance haben. Dann machen wir noch... Daniel Munz haben wir ja auch noch dabei. Dann nehmen wir ihn mal für Heiko Gabel als Beschützer. Und mit Benny Fuchs... Der neue Benny im Team, werden wir mal einen Ausreißversuch starten. Also Team Bianchi wieder dabei. Wir versuchen jetzt mal gleich in die Gruppe reinzugehen. Und schauen mal, ob da andere von BASF zum Beispiel mitgehen. Das sieht jetzt noch nicht so aus. So, muss er mal warten. Währenddessen werfen wir mal einen Blick auf das Team. So, BASF mit Mathis Waldo, glaube ich, Philipp Brandt, das war dann, glaube ich, sogar Torgan Azar, Leon Höhle, Matthias Igel, boah, Luis Pockel und bei Patrick Wagner oder P. Wagner und P. Lüder, Philipp Lüder? Nee, Pascal Wagner, oder? Verbessert mich einfach, falls ihr hier noch zuschaut, falls ihr noch lebt, dann einfach in die Kommentare schreiben, da bin ich mir einfach nicht mehr sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das weiß ich nicht. So, Brammeier, der ist auch bei den Pizmeets dabei. Skujins Planet, der Affen ist dabei und Kano Salas, zum Glück ist er nicht schwarz, ansonsten hätte ich jetzt einen aufs Maul bekommen wahrscheinlich. Coolest Monkey in the Jungle, sage ich nur. So, da habe ich einen kleinen Cut gesetzt, weil ich noch den Radsportmanager 18 drin hatte bei OBS, aber das nimmt trotzdem auch den 17er auf, da bin ich ganz zufrieden mit. 3 Minuten Vorsprung, hier geht es ja alles ein bisschen leichter als beim 18er in die Gruppe zu kommen. Hinten müsste sich eigentlich alles ganz gut formiert haben. Heiko Gabel fährt vorne mit. Jonas Gerke ebenfalls. Und dann springen wir mal wieder vor. Ja, wie gesagt, hat sich nicht viel verändert bei den Radsportmanagern. Von BASF hat es jetzt keiner leider in die Gruppe geschafft. Wäre natürlich schön gewesen, wenn da einer dabei wäre. Oh ja, 70er-Wert ist natürlich schon ein bisschen übertrieben. Aber mit Benny Fuchs haben wir einen richtig guten Mann dabei. Berg der ersten Kategorie ist vielleicht ein bisschen zu steil für ihn. 5 Minuten 20, das ging sehr, sehr fix. Also wie gesagt, beim 18er finde ich das auch vollkommen übertrieben. Jetzt bin ich gerade ein bisschen paranoid wegen der Aufnahme. So, ihr könnt ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe zwar sehr, sehr klipp und klar gesagt, dass es kein Abonnententeam mehr geben wird. Und jetzt kommt natürlich doch wieder eine Folge. Ich will mich da auch nicht übernehmen und dann wieder wochenlang keine Videos bringen. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Und es macht ja auch Spaß.
Jetzt ist Benny Fuchs ein bisschen weit hinten dran. Wir können mal schauen, ob wir da jetzt wieder vorbeifahren können. Muss mich natürlich auch erst wieder dran gewöhnen. So, Skujens ist kein ganz schlechter. Schnapp, wenn die Fuchs da nochmal rankommt. Oder beziehungsweise vorbeikommt. Nee, leider nicht. Da wären wir nur Zweiter bei der Wertung, denke ich mal. Jo, da gewinnt Skujens das Ding. Müssen wir beim nächsten Mal besser drauf achten. Da war ich jetzt noch so wegen den Aufnahmen ein bisschen abgelenkt. So, hinten geht's hoffentlich gut zu. Da ist noch ein Kilometer, nee, 5 Kilometer noch bis zur Bergwertung. 7 Minuten 20, das ist ja Luxus pur. Ich hoffe mal, die Tagesformen verändern sich nochmal ein bisschen mehr ins Positive. Schaut es hier vorne aus, was sollen wir hier fahren? 65er Wert ist in Ordnung. Ja, am Hügel natürlich nicht mehr. Da hängen wir dann alle ab. Da muss man das nochmal anschauen, wie man die Kamera nochmal genau ändern konnte. Wir können auch gerne nochmal einen Blick dann auf die anderen Teams werfen. Wer denn da alles überhaupt dabei war, wie die Werte sind, welche Werte euer Team vertritt. Coolest Monkey in the Jungle hatten wir schon in der Aufnahme, das war auch so ein absolut bescheuerter Skandal, müssen wir nicht drüber reden. So, holt der Jan Krawitz uns heute mal ein Wasser. Er hat dann die nächsten Tage seine großen Auftritte. Und wir fahren hier vorne mit Benny Fuchs durch den Wald. Schade, wie gesagt, dass keiner von BASF dabei ist. Wir können uns die Werte mal anschauen. Mathis Waldo ist eher ein Sprinter, 74er Wert, 72er Beschleunigung, 73 Hügel bei Philipp Brandt. Azar ist schon ein sehr guter Bergfahrer. Leon Höhle bestimmt wieder ein Sprinter mit 73. Matze Igel mit 72er Sprintwert. Dann Lüder mit dem 75er Beschleunigung, 73er Hügelwert, also guter Puncheur. Genauso wie Louis Pockel. Und Pascal Wagner ist dann eher der Kopfsteinpflasterfahrer. Also ein wirklich gutes Team am Start. Allerdings jetzt keinen richtig starken Bergfahrer, oder? Ja doch, Azar war, stimmt. Azar war der 75er Wert. Der wird uns auf jeden Fall ein bisschen um die Ohren fahren. In den Bergen, da haben wir dann ein schönes Duell. So, der Fuchser ist hier vorne noch dabei. Die Sprintwertung können wir eigentlich auch mal schauen. Wir da vielleicht auch nochmal ganz kurz reinhalten. Und dann würde ich nach der Etappe die Folge aber quasi auch schon beenden. Wir schauen uns die Teams nochmal an. Und dann haue ich die Folge wahrscheinlich nach dem Duell mit Lukas raus. Einfach mal purer Luxus. Zwei Radsportfolgen am Stück. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ob ihr da auch noch Bock drauf habt. Ich denke schon. Ich fahre mal kurz an die Spitze und schaue, ob einer sprinten will. Aber die Punkte hole ich mir gerne. Oh, die sprinten. Ja, habt ihr Pech gehabt, Leute. Keine Chance gegen den Fuchser. Spielt, glaube ich, immer noch bei Leicester City, oder? Zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Mit denen ja Meister geworden. Vor 2 Jahren, glaube ich. Bin mal gespannt, wie die englische Saison auch ausgehen wird. Manchester City, Liverpool, Chelsea. Ich glaube, Man United hat zu viele Schwachstellen, als dass sie ganz vorne mit reinhalten könnten. Aber ich glaube, Liverpool ist jetzt auf lange Sicht auch besser aufgestellt, als sie es letztes Jahr waren. Also Kloppo-Fußball ist ja immer sehr intensiv. Von der Art und Weise her. So, nächste Sprintwertung steht an. Aber ich denke, Manchester City ist nach wie vor die stärkste Mannschaft in England, aber in den Pokalduellen sind sie immer so ein bisschen blockiert. Ich weiß gar nicht, ob das an Guardiola oder Guardiola oder sonst wem liegt. Ich denke, das ist auch immer viel, was von außen auf die Spieler übertragen wird. Dass sie irgendwie Schiss haben vor diesen K.O.-Duellen. So, wir probieren nochmal die Punktwertung hier zu holen. Sprinten wir nochmal schnell. Na, die sprinten tatsächlich mit, aber hat natürlich einen guten Beschleunigungswert. Da hat keiner eine Chance. Da sind wir in der Punktewertung schon mal vorne mit 12 Punkten. Das ist schon mal gut. Die Etappe werden wir nicht gewinnen, aber vielleicht geht der Fuchser ja nochmal in die Ausreißergruppen rein. So, wie schaut es denn hinten aus? Der Ritter in der holländischen Rüstung. Holger Erdgeist, der ja auch schon kommentiert hat, wieder. Jan Krawitz war auch dabei. Einige andere, die vielleicht geschaut haben, keine Kommentare geschrieben haben. Aber ich bin sehr zufrieden nach quasi einem halben Jahr Pause, wie viele Leute da doch immer wieder dazugekommen sind. Und Team Bianchi darf natürlich nicht vergessen werden, auch Team Skoda nicht. BASF und Paulana haben wir auch nicht vergessen.
Sind natürlich eigentlich alles Drecksteams, aber was soll's? Also die anderen zumindest. Gerade Team Skoda ist scheiße. Deswegen sind die hier auch nicht dabei. Die sind einfach zu schlecht. So, relativ lange Etappe. Oh, da stand wieder eine Blondine. Müssen wir schnell die Beine zusammen machen. Ansonsten gibt's auf den Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Jan Gravitz, unser Wasserträger für den Tag. Der alte Kanadier. Einfach mal die Farben gewechselt von Ungarn nach Kanada. Natürlich für dieses Let's Play mit Quebec nach Quebec ein absolutes Träumchen. So, immer noch 3 Minuten Vorsprung. Läuft eigentlich alles ganz gut. In der Ebene dürfen die anderen Tempo machen. Am Berg versuche ich das Ganze dann mal etwas offensiver zu gestalten gleich. Richtung Bergtrikot. Berg der ersten Kategorie. Das sieht schon lustig aus. Ist wieder sehr Bud Simpson-mäßig. So, jetzt geht's auch gleich in den Berg rein. Ich würde es, wie gesagt, etwas offensiver gestalten, das Tempo hochhalten. Ihr kennt ja meine Taktik, gerade wenn man der stärkste Fahrer ist, kann man es ruhig von vorne fahren, wenn uns der 62er jetzt nicht in die Bande drückt. Wir müssen ja jetzt noch kein ultra hohes Tempo machen. So, jetzt sind es noch 2,6 Kilometer. Jetzt sollten wir schon langsam mal etwas höher gehen. Die ersten Attacken kommen auch schon, aber da müssen wir noch nicht aus dem Sattel gehen. Vielleicht sollten wir jetzt uns doch mal dranhängen. Aber Attacken mitgehen ist immer deutlich besser, als selber zu forcieren. Oder lancieren, besser gesagt. Weil er hat jetzt doch sehr, sehr viel Energie rausgehauen. Okay. Es kommt, glaube ich, keiner mehr. Sind alle fertig. Gut. Ich habe nicht mal attackieren müssen. Also der Fuchser haut hier rein. Holt sich damit auch die Bergpunkte. Geht in Führung. Tom Skujens hat anscheinend keine Punkte geholt. Bram-Eier ist rausgefallen. Aber gut, Bram ist auch zu dick fürs Radfahren. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, Rainer Kallmund fährt ja auch kein Fahrrad. Jetzt gibt es den YouTube-Beef. Bram gegen Vasi LP. Und alle denken sich, who the fuck ist Vasi LP? Zurecht, zurecht. So. Geht direkt in den nächsten Berg rein. Das sind nur noch 3 Kilometer. Wir sollten mal weiter nach vorne. Oh, da gehen jetzt schon die Attacken. Haben uns vielleicht ein bisschen verkalkuliert. Na gut, der Fuchser ist schon sehr, sehr stark. Hängen wir uns mal an Mereles dran. Jetzt sind wir ein bisschen eingeklemmt. Fahr mal rüber. Fahr doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich der Fuchser bin. Ja, das war's für die. Wir können das Tempo ein bisschen rausnehmen. Selbst wenn der jetzt nochmal anzieht, ziehen wir ihn wieder aus. Der hat gekriegt, Digga. Tobias fährt jetzt einer vorbei. So über die Kuppe rüber, mit Schwung. Beim Bahnrad, wo er ihn jetzt rüberschmeißt quasi. So, Bergwertung, Bergtrikot schon mal fix, mehr oder weniger. Bergwertung der ersten Kategorie habe ich gerade vergessen. Wie schaut es hinten aus? Max Power ist schon ziemlich fertig. Klar, der Berg ist nicht unbedingt seins. Lena Gerke kommt hier mit rüber. Heiko Gabel. Ja, Heiko Gabel. Ich weiß, er hat sich damals, glaube ich, immer beschwert, dass wir ihn Clark Gable nennen. Put, put, put. So, fahren wir ein Stück weiter nach vorne, weil jetzt geht es in den Berg der ersten Kategorie. Jan Gravitz ist, glaube ich, beim Wasserholen oder beim Wasserlassen rausgefallen. Ich weiß es nicht. Aber ist nicht schlimm. So, und Gerke auf jeden Fall auch weiter nach vorne. Was macht der Fuchser? Gut, da kann er jetzt eigentlich seinen Stiefel hier hochfahren. Geht nur noch um die Bergpunkte. Wenn die Gruppe jetzt gesprengt wird, wäre das für uns nur gut.
sind 10 Kilometer bis oben hin. Wir schauen mal, wie schaut es aus mit dem Abstand. Guerrero von Dortmund macht die Nachführarbeit. Gerke ist jetzt vorne angekommen. Clark Gable auch. Wir sortieren mal neu. Heiko Gabel, jetzt habe ich schon wieder Clark Gable gesagt. Die heißt jetzt eigentlich nur über den Berg drüber kommen, keine Zeit verlieren und vorne mit dem Fuchs mal schauen, was denn noch so geht. Geht eigentlich auch nur noch bergab danach. Jetzt ist nur noch Mireles heißt er wahrscheinlich, oder Mireles. Bei den Portugiesen weiß man nie, die haben dieses schöne Trikot, was dann alle Teams haben, die von mir keine Trikots zugeteilt bekommen haben. So, jetzt ist der Fuchser allein. Immer noch 6 Kilometer bis oben hin. Der gelbe Balken ist schon nicht mehr so fresh. Jan Krawitz hat sich hier im Gruppetto eingenistet. Gerke und Gabel sind hier. Das sieht eigentlich ganz passabel aus, wie sie dort treten. Gerke können wir auch im Sprint natürlich nochmal mit reinnehmen, falls die Gruppe hier etwas kleiner werden wird. Vorsprung ist aber immer noch ganz gut. 5 Kilometer hat er noch. Hat da. 47 Fahrer. Skujens fällt hier raus. Der Planet der Affen ist fort. Stettiner versucht's. Ja, wir können nicht höher gehen vom Wert. Weil danach wird es nochmal flach oben. Wobei flach ist es eher so rauf und runter. Wie daheim. Tempo wird jetzt hier sehr hoch, aber Gerke und Gabel sind fit. Ritter hält auch gut mit. Und dann müssen wir gleich, wenn wir oben am Gipfel angekommen sind, auch nochmal jemanden Wasser holen, schicken. So, hol dir die Bergwertung, mein Freund. Ein Kilometer noch, wird schon flach. Und jetzt mal schauen, was so drin ist. Puls bleibt erstmal gleich. Gehen mal etwas höher. Es sind immer noch 2 Minuten Vorsprung und es geht noch sehr, sehr viel bergab. Bin ich mal gespannt. Wie sieht es hier aus? Also Bergwertung 32 Punkte für den Fuchser. Das ist schon mal safe. Gerke haben wir hier in einer guten Position. Er hat allerdings keinen Helfer mehr. Holger Erdgeist ist noch dabei. Respekt. Unser Sprinter. Was macht der denn hier? Sehr gut. Also, da kann man wirklich nur sagen, alle Daumen hoch, die wir haben, alle drei. Tempo hier hinten ist auch nicht besonders hoch. Und der Fuchser ist schon in der Abfahrt. Ne, noch nicht. Die kommt gleich erst. 2 Minuten 37. Etwas überraschend, der Rennverlauf. Aber gut, wir machen natürlich keine Arbeit jetzt. Übernimmt der König hier selber, wenn ich ihn irgendwann mal treffe. Und komm, lass es endlich bergab gehen. Sehr schön. Können wir den Wert wieder etwas höher einstellen. Da wird eh viel gebremst. Wenn er jetzt stürzt, dann haue ich ihm einen aufs Maul. Das ist immer ziemlich sinnfrei, als Teamchef sowas zu sagen, aber so, abgehängt ist Max Power. Jan Krawitz, die sich auch nochmal ein Wasser holen müssen. Ich glaube, der Fuchser holt sich auch nochmal schnell eins. In der Abfahrt, doch klar. 300 Stundenkilometer drauf, der Mann. Egal. Wer kann, der kann. Und es sind noch 2 Minuten, 20 Kilometer. Es geht davon eigentlich nur bergab. Das müssten wir eigentlich im Sack haben. Schauen wir, dass wir hinten die Nachführarbeit oder beziehungsweise im Sprint eben auch nicht so sehr reinhalten. Das müsste eigentlich klappen. 2 Minuten. Und wie gesagt, es geht ja sogar noch bergab. Da holt man eh nicht so viel auf, wie das in der Ebene der Fall ist. Oder bergauf natürlich. Davon wollen wir gar nicht erst reden. Puls geht jetzt nach oben. 14 Kilometer mit dem 80er Wert. Ich glaube, das könnte klappen. Können ja vielleicht noch mal ein bisschen runtergehen und das hinten raus dann noch mal schneller machen. Schauen wir mal, der Abstand ist schon sehr groß. Stettiner jetzt auch nicht der beste Abfahrer oder in der Ebene der stärkste Mann. Also wenn man jetzt hinten auch kein riesiges Zug fährt. Ja, 10 Kilometer noch. Dann wäre das doch eine äußerst erfolgreiche Rückkehr in das Abonnententeam. Hau rein, mein Freund.
Gleich können wir das Energiegel noch schnabulieren. Sind immer noch 2 Minuten 20 und hinten haben sie es aufgegeben, wie es ausschaut. Das ist kein hohes Tempo, was die fahren. Da können wir uns einen richtig schönen Vorsprung rausballern. Das ist hier vorbei. So, Energiegel. Gehen wir generell mal allen. Gut, die sind eh abgehängt. Da fliegen wir direkt wieder nach vorne. Es sind auch nur 34 Fahrer hier dabei. Ich halte, wie gesagt, nicht in den Sprint rein. Ich will das Tempo nicht unnötig erhöhen. Und ob wir dann jetzt hier Platz 2 auch noch belegen, ist eigentlich wurscht. Dann schauen wir, was der Fuchser da vorne macht. Wir können sogar das Tempo noch erhöhen und sprinten. Alter Schwede, das war schon überragend. 3 Minuten Vorsprung. Holen wir hier ins Ziel. Jetzt ist er platt. Benjamin Fuchs, alter Schwede, Respekt, Soggi. Schauen wir mal, dass wir hier vielleicht ein kleines Stück nach vorne fahren. Dass wir gute Platzierungen rausholen. Sprinten jetzt einfach mal mit allen Jungs, die wir hier haben. Jeder darf mal. Jan Krawitz nicht. So, Holger Erdgeist wird wahrscheinlich, würde jetzt hier durchflügen, wenn er freie Bahn hätte. Und Gerke. Huch, wo ist er denn? Ah, ein Siebter. Sah irgendwie weiter vorne aus, aber waren alle auf einer Linie. Wie gesagt, den Sprint habe ich jetzt mit Absicht abgeschenkt, damit wir da nicht unserem eigenen Mann hinterherfahren. Ich glaube, das kann man so lassen. Das ist eine triumphale Rückkehr in das Abonnententeam. Da kommt auch Jan Krawitz mal wieder viel zu spät. Wie immer, wenn es drauf ankommt, ist er nicht da. Nee, Quatsch. Das war nicht seine Etappe. Dafür lebt er nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das direkt gewinnen. 2 Minuten 44 sind es dann. Vorsprung. Müssen wir mal schauen, ob wir das bei den Bergetappen mit Benny Fuchs auch retten können. Ryan Gibbons auf Platz 2. Oma Freile auf Platz 3. Auch nicht schlecht. Bergwertung natürlich vorne. Punktewertung vorne. Nachwuchsfahrer vorne. Teamwertung vorne. Besser kann es nicht laufen. Sieg für Fuchs. Der Fuchser ist zurück. Das Team Bianchi ist zurück. Erfolgreich wie eh und je. Was hat Team BASF gemacht? Da ist Torgan Azar auf Platz 6 reingefahren. Mathis Waldo auf Platz 16. Schauen, wer war noch vorne dabei? Philipp Lüder, also Philipp heißt er. Und ansonsten noch Philipp Brandt und Luis Pockel. Und hier waren dann die ersten Abstände. Da haben es dann leider nicht mehr geschafft. Matze Igel leider nicht mehr. Vorne dabei Pascal Wagner. Die sind dann erst in der nächsten Gruppe gekommen, genauso wie Leon Höhle. Aber gut, das ist dann eher das Sprintermaterial. So, was wir jetzt noch machen, schauen uns nochmal die Teams an. Mit ihren Werten. So, Continental Pro waren wir, BASF haben wir ja eben gerade schon gesehen. Da könnt ihr euch jetzt, wir gehen jetzt nicht jeden einzeln durch. Ich glaube, unten kommen eh nur noch die Wasmers, genau, Wasmer und Zeug kommen noch. Also könnt ihr einfach mal auf Pause machen. Euch das anschauen. Schauen, ob irgendwas raussticht mit 75er Werten. Das ist deine Torgan Azar am Berg. Ansonsten hat noch keiner 75er Werte erreicht, wenn ich das richtig sehe. Was hat denn der Wasi Hasi? Der kackt immer noch so ein bisschen rum. 71 am Berg. Zeitfahren, Prolog. Ja, der Hans Wassmer ist da schon deutlich stärker unterwegs. Jonas Zeug auch. So, dann habt ihr das alle mal gesehen. Dann kommt das Team Paulaner. Lasse ich auch mal wieder einen Moment drauf, damit jeder schauen kann. Da sehen wir am Hügel Max Becker mit der 75. Lukas Göring mit der 75 am Berg. Also hier gibt es dann schon ein paar richtig gute Spitzenfahrer. Sehr stark auch Jonathan Götze. Kopfsteinpflaster, Sprint, Beschleunigung, alter Schwede. Und dann nehmen wir die untere noch mit. Cristiano Wildinger natürlich auch hier am Start. Matthias Witthahn. Mathis Sadric, der hier jetzt zum Sprinter ja mutiert ist. Dann das verhasste Team Skoda mit Philipp Anna ganz oben, Hügel 72 und die 76 im Zeitfahren für Laurin Ehret. Damit ist er der erste Fahrer unserer Fahrer, die irgendwo eine 76 haben, soweit ich das jetzt überblicken kann. So, dann scrollen wir wieder runter. Da sehen wir Andy Schmidt, Steven Schülke. Sind da noch hohe Werte dabei. Steven Schülke mit der 75 in der Ebene, auch ein Top-Anfahrer und Kopfsteinpflasterfahrer. Sehr guter Allrounder Nadja Tripodi, die uns ja am Anfang so ein bisschen um die Ohren gefahren ist. Und dann natürlich unser gutes Team Bianchi, das wir ja schon kennen.
können wir aber auch nochmal einen Blick auf die Werte werfen. Wen haben wir denn hier? Heiko Gabel mit der 75 am Berg. Holger Erdgeist Beschleunigung 75. 76 für Jonas Joel am Berg. Also das läuft schon ziemlich gut. Wir haben Tom Müller mit der 75 am Hügel. Laurel Schepers 75 am Berg. Und Michael Schmidt noch mit der 75 am Berg und im Zeitfahren. Alter Schwede. Und sonst auch einige Fahrer. Also unsere Fahrer haben natürlich nochmal mehr Erfolge auch als die anderen. Liegt doch daran, dass sie mehr Rennen hatten am Anfang. Gehört natürlich alles dazu. Dann würde ich die erste Folge mal beenden. Der Radsportmanager ist zurück. Und zwar in ja, alter Form mit dem 17er, in neuer Form mit dem 18er. Ich freue mich, wenn ihr beide Let's Plays schaut. Und freue mich auch, wenn viele Abonnenten von damals jetzt vielleicht wieder zurückkommen und das Let's Play weiterverfolgen. Ich kann, wie gesagt, keine Versprechungen machen, dass es ewig kommen wird, aber momentan habe ich Lust drauf. Ich nehme so viel auf, wie geht. Ich versuche so 3-4 Folgen. Jetzt heute ist dann mal eine Ausnahme, dass dann das mit dem Lukas und das Abonnententeam kommen. Aber ansonsten versuche ich so viele Folgen wie möglich aufzunehmen, damit ich auch was auf Platte habe und es dann immer so maximal 4 Videos eigentlich die Woche kommen. So Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, Pro Cyclist, Radsport Manager Wars, vielleicht ein paar Klassikrennen, die ich vielleicht mal aufnehmen werde und eben das Abonnententeam, das wir dann jetzt doch nochmal ein wenig weiterspielen. Ich sage Dankeschön fürs Schauen. Wir schauen uns nochmal die nächste Etappe an, wie die denn ausschauen wird. Da ist dann auch lustigerweise die Vuelta a Burgos, die ich ja gerade mit dem Lukas durchgespielt habe, was übrigens sehr spannend war. Mehr will ich da jetzt aber nicht verraten. Die dritte Etappe ist ja heute schon rausgekommen, also war spitz auf Knopf. Und dann sehen wir, die zweite Etappe ist eine etwas merkwürdige. Parallel findet noch die Vuelta a Burgos statt, die wir natürlich auch noch mit einem Team bestücken werden. Und mal schauen, ob wir dann eben auch alles spielen. Vuelta a Burgos ist dann eher flach. Da können wir mal schauen, ob wir noch einen Sprinter mit reinschicken. Schauen wir mal. Lena Kinnun hat Circuito de Getxo Memorial bla 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 gewonnen. Auch nicht schlecht. Team Skoda mit Doppelsieg. Also Respekt, Sorge. Sollten wir häufiger mal drauf schauen. Tour de Pologne, natürlich keines unserer Teams dabei. Die Tour Alsace, das wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn die Lena das gewonnen hätte. Ist ja quasi ihr Heimrennen. Aber cool. Lena Kinnun hier mit 72er Bergwert, 73er Beschleunigung. Also, das müsste auch der erste Sieg wahrscheinlich sein. Top 3 der Etappe. Tour de Slowenie hat sie die vierte Etappe mal gewonnen. Fünfter in der Gesamtwertung. Fünfte in der Gesamtwertung, bevor ich da wieder verbessert werde. Prueba, ach, das ist schon der dritte Sieg. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also Puncheur, Berg, Hügel, Sprint, Beschleunigung, alles schon ziemlich gut. Wird wahrscheinlich noch besser werden. Nächstes Jahr die World Tour wird kommen. Ich sag nochmal Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal beim Abonnententeam. Bis dann.